Moin Moin und hallo, wir halten uns kurz, denn wir brauchen heute jede Sekunde für die Games. Die wären Nils, Gran Turismo 7 und Elden Ring. Los geht's. Die gesammelten Zahlen erzählen eine Geschichte. Der Elden Ring kam, um das Souls-Erbe zu fordern. Eine endlose, aufregende Welt jenseits des Nebels. Doch ob dies wirklich war, der Fürst allen Games konnte nur bestimmen der befleckten Seele 4. Alles begann mit dem einen, dem wahren Thron. Das sein. Das ist der ehrwürdige Throne of Games. Ah ja, wieso hat denn eine Krone auf? Du, seitdem er Chef ist, ist er ein bisschen Kuckuck. Zu Ehren des erhabenen Games Elden Ring wurde dieses erstklassige Sitzmöbelstück mit höchster Handwerkskunst angebracht. Ja. Und das Beste daran ist, dieses schöne Stück könnte bald einem von euch gehören. Ja, aber was sollen wir denn mit so einem ollen Stuhl? Naja, der ist vielleicht bequem. Ja, geil! Überzeugt mich von Elden Rings Großartigkeit und liefert mir ein Vorzeigereview ab. Aber denkt daran, nur das Beste kann gewinnen. Okay, Entschuldigung. Nun gut, hiermit eröffne ich das Game of Throne of Games Game. Na dann, wollen wir mal. Da ist es also. Das erste Souls-Game in einer offenen Welt. Und oh Mann, ist die großartig. Geradezu ein Zelda-Level an Großartigkeit. Grundsätzlich genießt ihr auch hier völlige spielerische Freiheit. Sobald ihr einen Fuß in die Zwischenlande gesetzt habt, könnt ihr im Prinzip machen, was ihr wollt. Das Spiel schnupst euch zwar in die grobe Richtung der großen Story-Dungeons, gibt euch aber keine feste Reihenfolge vor. Klar, je mehr ihr euch vom Startgebiet entfernt, desto gnadenloser kloppen euch auch die Gegner aus euren Ritterstiefeln. Verzweifeln braucht ihr aber nie. Wenn ihr euch mal an einem Boss oder anderen Monstrositäten die Zähne ausbeißen solltet, was ziemlich wahrscheinlich öfter passiert, könnt ihr einfach eine Markierung auf der Karte setzen und später wiederkommen. Denn wenn ihr eines in Elden Ring habt, dann sind das schier unbegrenzte Möglichkeiten. Überall im Land findet ihr erkundbare Orte, die euer Entdeckerherz höher schlagen lassen. Darunter gibt es Katakomben, Tunnelsysteme, umkämpfte Burgen, versteckte Höhlen, belagerte Ruinen, verlassene Dörfer, überflutete Dörfer, ey, sogar unscheinbare Aufzüge, die euch plötzlich... Nee, das sollt ihr schon selbst herausfinden. Damit hören die besonderen Momente aber lange nicht auf. Es gibt nämlich noch unzählige Ereignisse wie große Karawanen, die durchs Land ziehen, interessante NPCs wie dem coolen Kerlchen hier, plötzliche Boss-Encounter, miteinander kämpfende Gegnerhorden und dann noch... sowas hier. Egal welchen Weg ihr einschlagt, so gut wie immer findet ihr etwas Spannendes. Zwar kann man darüber motzen, dass gelegentlich Umgebungen und Bosse wiederverwendet werden, doch weil ich mich an dem großartig grotesken Gegnerdesign nicht satt sehen konnte und es einfach so viel Nebenkram zu entdecken gibt, fällt das kaum ins Gewicht. Abgesehen davon wirft jede dieser Aktivitäten eine nützliche Belohnung ab. Sei es ein neuer Kumpel, der euch jetzt nützliche Dinge verkauft, frische Ausrüstung und Waffen, neue Zauber, wertvolles Upgrade-Material oder sogar der Beginn einer ganzen Nebenquest. Wenn ihr einen potenziell interessanten Ort in der Ferne ausmacht und dann dorthin reist, werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch etwas Spannendes erleben oder Nützliches finden. Dieses absolut belohnende Spielgefühl ist schon etwas ganz Besonderes. Punkt. Ah, scheiße, das klingt geil. Mann, wenn er jetzt noch weiterschreibt, kriegt er diesen Stuhl noch. Ich muss was machen. Ja,
Kuro, hier draußen vor der Tür steht ein Paket für dich. Neue Grafikkarte oder so. Was? Eine neue Grafikkarte? Markus, halt die Tür auf! Halt die Tür! Naja, immerhin habe ich eine neue Grafikkarte. So, dann mache ich mal weiter. Klar, die Welt ist schon etwas Besonderes, aber natürlich hat Elden Ring auch eine Geschichte. Ihr seid ein Befleckter, also eine unsterbliche Person, die eigentlich aus den Zwischenlanden verbannt wurde. Dieses Land wurde einst vom Elden Ring und dessen Spross, dem Erdenbaum, gesegnet und beschützt. Doch aus unbekannten Gründen ist der Ring zerbrochen und dessen Splitter mittlerweile im Besitz von gottesähnlichen Herrschern. Die sind dadurch nicht nur super stark geworden, sondern leider auch dolle durchgedreht. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Halbgötter aufzusuchen und ihnen die Teile des Rings aus ihren mutierten Händen zu prügeln. Könnt ihr alle Teile wieder zusammenbringen, werdet ihr am Ende selbst zum Eldenfürsten. Was das alles eigentlich bedeutet, kann ich euch gar nicht so richtig sagen. Zwar ist grundlegend klar, worum es im Spiel geht, aber man drückt sich auch in Elden Ring wieder so kryptisch aus, dass ich auch nach knapp 50 Stunden nicht wirklich viel gecheckt habe. Find ich aber auch gar nicht schlimm, denn wer da mehr rausziehen mag, kann sich wieder in Itembeschreibungen und Dialogdetails verlieren. Ich bin jedenfalls Souls-Fan wegen dem großartigen Level-Design, den vielen Geheimnissen und natürlich bockschweren Bossen. All diese Vorlieben werden komplett mit den sogenannten Legacy-Dungeons bedient. Das sind umfangreiche, storyrelevante Festungen, in denen die vorhin angesprochenen Eldenfürsten hausen. Der Zusatz Legacy im Namen bedeutet, dass euch im Prinzip ein klassisches Souls-Level erwartet, mit allem, was da so dazugehört. Das heißt, ihr bekommt komplexe Areale mit verwinkelten Wegen, Rätseln, freischaltbaren Abkürzungen, haufenweise Fallen, starken Gegnern, massig versteckten Schätzen und natürlich einem fetten Boss am Ende. Die Dungeons sind wirklich ein absolutes Highlight, sowohl spielerisch als auch optisch. Selbst wenn ihr sie eigentlich schon bezwungen habt, lohnt es sich, öfter dorthin zurückzukehren, weil sie bis oben hin mit Geheimnissen gefüllt sind. Ein kleines Problem habe ich aber trotzdem und das heißt Balancing. So handverlesen das komplette Design hier ist, so unterschiedlich kann sich der Schwierigkeitsgrad anfühlen. Da euch völlig frei steht, wann ihr die Story Dungeons besucht, kann es sein, dass ihr euch entweder problemlos durchmetzelt oder eben von Elden Rings Gnadenlosigkeit in die Knie gezwungen werdet. Rote Hochzeit? Was soll das denn sein? Haha, du bist in meine Wallefalle getappt. Jetzt bist du ganz schmutzig und musst dich umziehen gehen. Raffinierter Mistkerl! So, jetzt bin ich dran. Ja, das mit dem Schwierigkeitsgrad ist eine Sache für sich. Die einen schwören auf das knallharte Souls-Erlebnis, die anderen wünschen sich mehr Optionen für eine bessere Zugänglichkeit. Zumindest der hohe Schwierigkeitsgrad stellt in Elden Ring nicht mehr so eine hohe Hürde dar, wie vielleicht noch in vorangegangenen FromSoft-Spielen. Grund dafür ist die breite Palette an spielerischen Möglichkeiten. Wie gewohnt könnt ihr euren Spielstil genau an eure Vorlieben anpassen. Letztendlich zählt nur, wie sehr ihr die Angriffsmuster eurer Waffen verinnerlicht habt und wie gut ihr die Aktionen des Gegnergesocks lesen könnt. Abseits der einfachen Hau-drauf-Taktik könnt ihr aber auch ähnlich wie in Sekiro schleichen und so entweder Gegner komplett umgehen oder aus dem Hinterhalt ausschalten. Eine tolle Abwechslung. Genauso auch die Möglichkeit, vernünftig zu springen. Das ist nicht nur beim Erkunden super praktisch, sondern auch in den Kämpfen, weil ihr so mehr Mobilität und Angriffsmöglichkeiten habt. Sollten euch die Gegner aber mal zu hart rannehmen, ist es keine Schande, euer getreues Geisterhirschpferd zu rufen, um euch schnell und ehrenvoll aus dem Staub zu machen. Auf dem Pferdchen könnt ihr aber auch genauso gut kämpfen. Das braucht zwar etwas Eingewöhnung, so einem herumlungernden Untoten im Reitbeil ordentlich einem mitzugeben, fühlt sich aber ungemein befriedigend an.
Da hören die neuen Mechaniken aber noch nicht auf. Eure Waffen und Schilde lassen sich jetzt mit Waffenkünsten belegen. Dadurch verändern sich nicht nur deren Werte, sondern sie erhalten auch noch eine Spezialfähigkeit. Das können magische Angriffe, starke Spezialattacken oder auch Buffs sein. Da es echt viele dieser Fähigkeiten gibt, macht das Herumprobieren wirklich Bock. Fast genauso viel Auswahl habt ihr bei euren Geistergefährten. Mithilfe von Asche, die überall in der Welt versteckt ist, könnt ihr für kurze Zeit einen dieser Geister beschwören, die manchmal auch gleich in Gruppen auftreten. Mit all den neuen Mechaniken kommt ein ordentliches Arsenal an Kampfmöglichkeiten zusammen, die das Leben oder eher das Überleben in Elden Ring einfacher machen. Aber es wäre auch kein richtiges FromSoft-Spiel, wenn alles einfach wäre. Vor allem für Anfängerinnen und Anfänger ist es nämlich gar nicht so leicht, diese Mechaniken zu verstehen oder überhaupt erst zu finden. Die tolle neue Geisterbeschwörung könnt ihr zum Beispiel erst einsetzen, wenn ihr eine Glocke besitzt, und die lässt sich auch nur bimmeln, wenn dieses Symbol hier aufleuchtet. Das sagt mir nur leider keiner. Oder woher soll ein Neuling wissen, wie man überhaupt auflevelt? Dafür müsst ihr nämlich erstmal die Melina treffen und die Option freischalten. Je nachdem, wie viel ihr in der Open World macht, ist es möglich, daran für viele Stunden vorbeizulaufen. Ja, ich verstehe schon, dass die Souls-Reihe davon lebt, eben nicht alles offen zu legen. Trotzdem sollten aber eben grundlegende Mechaniken deutlich erklärt und nicht zu sehr versteckt werden. Wieso es FromSoft immer noch nicht hinbekommt, den kooperativen Multiplayer intuitiv zu gestalten, verstehe ich auch nicht so ganz. Ach, und eine technische Meisterleistung ist Elden Ring auch nicht. Texturen laden oft nur sehr langsam nach, gerade die PC-Version läuft nicht immer flüssig und sowas hier kommt auch öfter mal vor. Was soll das? Oh. Niemand kritisiert Elden Ring! Auf dieses Vergehen folgt die denkbar härteste Strafe. Der Zock of Shame. So ein Dreck. Mann, das ist ja das Crash Bandicoot-Level, was Basti schon in dem unspielbar spielen musste. Übrigens an der Stelle eigentlich ein ganz guter Tipp. Schaut doch gerne mal rein und wenn ihr schon mal da seid, lasst doch ein Abo da. Und die Glocke nicht vergessen. Shame. Shame. Wir feiern das einzig wahre Fazit zu Elden Ring. Von mir, weil ihr es nicht geschissen bekommen habt. So höret. Elden Ring ist nicht frei von Fehlern. Aber wenn man die dem unglaublichen Detailgrad der offenen Spielwelt, den vielen Entdeckungen und hitzigen Kämpfen gegenüberstellt, fallen die kaum mehr auf. Es gibt hier so viel zu besprechen, dass wir nicht mal Platz hatten, das unaufdringliche, aber nützliche Crafting, Spieler gegen Spielerkämpfe oder die zackigen Konter aus der Deckung zu erwähnen. Aber es sind wirklich die vielen kleinteiligst und höchst umfangreich ausgestalteten Dungeons abseits des Weges, die mich ein ums andere Mal weggeblasen haben. Und darauf zahlt auch ein, dass uns das Spiel wirklich wenig von seinen Geheimnissen verrät. Wir akribisch danach suchen und uns miteinander austauschen müssen, um die Zwischenlande nach und nach zu enträtseln. Und gerade weil das alles so toll ist, finde ich es besonders schade, und sorry, dass ich hier jetzt mal kurz aus meiner Rolle falle, dass Neulingen der Einstieg nicht ein bisschen leichter gemacht wird. Denn so besteht die Gefahr, dass die eines der großartigsten Spielerlebnisse des Jahres verpassen. Elden Ring ist das geilste Spiel der Welt. Und weil es niemand so gecheckt hat wie ich, bleibt der gemütliche Throne of Games auch bei mir. Stößchen! Oh nein! War da etwa keine laktosefreie Milch drin? Oh Gott, was für eine unerwartete Wendung! Wer vermag nur solch eine Gräueltat zu verüben? Das war ich! Was? Jannis? Unser Werkstudent aus der Requisite? Ja, genau. Und jetzt reicht's auch mal mit dem Theater hier. Ich meine, da könnt ihr euch nicht einfach am Requisitenlager bedienen, wie ihr lustig seid. Und außerdem brauchen wir den Scheiß. Mann. Und die brauchen wir auch. Arschloch. Moin Leute, Krogi genießt gerade seinen wohlverdienten Urlaub, weshalb ich euch diese Woche alles über die neuesten Neuigkeiten in Sachen Videospiele erzähle. Dann lasst uns mal keine Zeit verlieren. Den Anfang macht nämlich leider ein ernstes Thema. Denn nach der Invasion der Ukraine durch Russland meldeten sich viele Studios, die selbst durch den Krieg betroffen sind. Frogwares, die man durch ihre Sherlock-Holmes-Spiele oder The Sinking City kennt, forderten via Twitter auf, den Aggressionen ein Ende zu setzen. Das ukrainische Studio GSC Game World bat um Spenden für die Verteidigung der Ukraine. In einem Behind-the-Scenes-Video zu den Motion-Capture-Aufnahmen für Stalker 2 beschreiben sie mit emotionalen Bildern ihre derzeitige Lage.
Laut eigener Aussage liegt ihre Priorität jetzt auf der Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien. Die Weiterentwicklung von Stalker 2 müsse warten, bis ihr Heimatland siegreich den Krieg beendet. Einige Studios, wie zum Beispiel Ubisoft Kiew, unterstützen ihre Angestellten bei der Flucht, indem sie ihnen Unterkünfte in anderen Ländern anbieten. Aber auch außerhalb der Ukraine meldeten sich viele zu Wort, um ihre Solidarität zu bekunden, Geld zu spenden oder die Verkäufe ihrer Spiele in Russland einzustellen. Anteilnahme und Hilfe leisteten unter anderem CD Projekt Red, Sony oder Microsoft. Bei itch.io werden gerade im Bundle for Ukraine über 1000 Videospiele zum guten Zweck angeboten. Das Ganze kostet nur 10 US-Dollar, wie immer könnt ihr aber auch mehr spenden, wenn ihr denn könnt. Der volle Erlös geht anschließend an im Ukraine-Krieg tätige Hilfsorganisationen. Am vergangenen Mittwoch gab es mal wieder eine neue State of Play und damit natürlich frische Infos aus dem Hause Sony. Das Wichtigste fasse ich euch jetzt mal kurz zusammen. Ein stilistisches Highlight war das an klassische Akira Kurosawa-Samurai-Filme angelehnte Track to Yomi. Auf den ersten Blick sieht der 2,5D-Action-Schnetzler schon mal schick aus. Was das Kampfsystem taugt, zeigt die Zukunft. Was für Nostalgiker könnte die Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabunga Collection sein? Die schnürt nämlich insgesamt 13 Schildkröten-Videospielklassiker in ein Paket. Und für Freunde knackiger Action gab's auch noch was Neues. Returnal bekommt nämlich noch im März ein kostenloses Update spendiert, das euch die Kampagne kooperativ spielen lässt und dem Spiel einen Survival-Modus spendiert. Natürlich gab's noch diverse weitere Ankündigungen, besonders interessant fanden wir aber The Diofield Chronicle und Valkyrie Elysium. Während es sich bei ersterem um ein taktisches Rollenspiel handelt, legt letzteres den Fokus auf Action und Hau drauf. Ebenfalls interessant, Capcoms Exoprimal. Da gab's nämlich echt viele Dinos zu sehen, die es dann im Koop zu bekämpfen gilt. Also ich meine wirklich sehr viele Dinos. So, und wo wir gerade schon Tempo aufgenommen haben, bleiben wir doch einfach dabei. Auf diesen Part habe ich mich besonders gefreut. Hier kommt der Ticker. Wohl zu viel Forspoken. Der Release-Termin vom Open-World-Action-Spiel Forspoken wurde vom 24. Mai auf den 11. Oktober 2022 gelegt. Als Grund gibt das Studio an, das Spiel noch gründlich polieren zu wollen. Schlechte Nachricht. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine sieht Nintendo von der Veröffentlichung von Advance Wars 1+2 Reboot Camp ab. Ein neuer Release-Termin ist noch nicht bekannt. Und noch eine. Auch Ubisoft verschiebt den neuen Siedler-Teil. Laut ihrer Aussage ist das viele negative Feedback aus der geschlossenen Beta nicht einfach an ihnen vorbeigegangen. Aus diesem Grund verschieben sie den Release und arbeiten noch weiter am Spiel. Ein neuer Termin wurde noch nicht genannt. Wen interessiert's? Warner Brothers Action-RPG Gotham Knights hat endlich ein Release-Datum. Ab dem 25. Oktober könnt ihr wieder durch Gotham flattern und die Bevölkerung vor Bösewichten retten. So, das war's auch schon mit den wichtigsten News. Um aber nicht einfach sang- und klanglos zu verschwinden, habe ich hier noch einen kleinen Nachschlag für alle, die gerade im Elden Ring-Fieber sind. Der YouTuber Hulopi hat sich nämlich die Mühe gemacht und Elden Ring in PlayStation 1-Optik nachgebaut. So hätte das Spiel also ausgesehen, wenn wir es damals schon hätten spielen können. Ganz ehrlich, ich find's eigentlich sogar echt schick. Was haltet ihr von sogenannten D-Makes, bei denen Videospiele für ältere Konsolen angepasst werden? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von mir. Bis dahin, eure Sarah. So viel Zeit haben wir jetzt. Oh mein Gott, ist das spät, wir müssen uns beeilen. Ja, passt ja, aber bei Rennspielen geht's ja auch um Schnelligkeit. Deswegen kommt hier direkt ein Beitrag zu Gran Turismo 7. Gran Turismo 7. Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo ist eine der langlebigsten Rennsimulationen. Die PlayStation-exklusive Serie hat schon 25 Jahre auf dem Buckel und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit unter Auto-Enthusiasten. Nachdem sich GT Sport von 2017 stark auf Online-Rennen fokussierte, kommt jetzt mit Gran Turismo 7 wieder ein vollwertiger Serienableger um die Ecke gefetzt, der mit einer klassischen Solo-Kampagne auch wieder Online-Muffel und Singleplayer zufriedenstellen will. Und zu diesem Thema hat sich mir von Anfang an eine Frage gestellt, die ich jetzt mit Hilfe eines Obstkorbs formulieren möchte. Seit Serienstart im Jahr 97 war das Herzstück immer eine Solo-Kampagne. Das hieß zwar nie so, gemeint ist einfach eine umfangreiche Singleplayer-Erfahrung. Als Symbol dafür nehme ich eine Mango, die sind nämlich groß und saftig und haben ganz viel Fruchtfleisch. Die Online-Rennen hingegen, die es ab Teil 5 und Teil 6 gab, waren eher so eine Kartoffel. Mit Freunden und Gleichgesinnten solide Kost, aber mit zufälligen Leuten konnten die auch doof sein, weil wenn man mit Pech an Rempeldeppen geriet, konnten die einem den ganzen Spaß verderben.
war jetzt nicht das attraktivste Teil im Obstkorb, eine Kartoffel halt. Als dann vor 6 Jahren Gran Turismo Sport angekündigt wurde, sagte Entwickler Polyphony Digital, jetzt legen wir unser ganzes Hauptaugenmerk auf Online-Kartoffeln. Und die Singleplayer-Mango, die schmeißen wir raus. Natürlich war meine Reaktion, wie die vieler anderer Fans auch, was sind das für eine beknackte Idee? Doch als 2017 Gran Turismo Sport erschien, wandelte sich meine Meinung. Denn im sogenannten Sportmodus gab es tägliche Online-Rennen, die dank eines komplexen Strafensystems und dank der fortlaufenden Spielerbewertung für gutes Benehmen super fair und super spannend waren. Wegen drohender Konsequenzen bemühte sich jeder, möglichst sauber zu fahren und das Ergebnis war richtiger Rennsport. Gran Turismo Sport verwandelte also die Online-Rennen in eine saftige Mango, selbst für mich als Online-Muffel. Und in meiner Wahrnehmung wurde die olle Solo-Karriere zur Kartoffel, die ich nicht eine Sekunde vermisst habe. Und jetzt haben wir Gran Turismo 7, das damit beworben wird, dass wieder eine Solo-Kampagne mit an Bord ist. Und die Fragen liegen auf der Hand. Haben die da wirklich wieder eine Kartoffel mit in den Korb gepackt? Oder ist sie vielleicht doch ein Zugewinn? Und ist der mangomäßige Sportmodus noch mit an Bord? Das klären wir jetzt. Bei Spielstart begrüßt euch eine kleine Weltkarte und ein Profilbild namens Sarah, unter dem sich Text aufbaut. Das Sarah-Bild stellt euch dann das Profilbild Andy vor, das euch auffordert, einen von 3 japanischen Kleinwagen zu kaufen. Danach schickt euch Profilbild Sarah in das neue Gran Turismo Café, wo euch Profilbild Luca empfängt. Luca präsentiert euch ein Menübuch mit einer Aufgabe: Sammle 3 japanische Kleinwagen. Ein orangenes Symbol leitet euch dann zu den Aktivitäten, wo ihr diese japanischen Kleinwagen gewinnen könnt. In dem Fall sind das Rennen mit japanischen Kleinwagen auf, sagen wir mal, sehr einsteigerfreundlichen Strecken. Und wenn ihr dann die geforderten 3 japanischen Kleinwagen beisammen habt, geht's zurück ins Café, wo euch Profilbild Luca noch ein paar Geschichtchen über diese 3 japanischen Kleinwagen erzählt. Die nächsten Menübücher von Luca tragen euch folgende Aufgaben auf. Geht ins nun freigeschaltete Lizenzcenter, um dort mit einem japanischen Kleinwagen die Grundlagen des Fahrens zu lernen. Tätigt euren ersten Einkauf im Tuning-Shop, um euren japanischen Kleinwagen schneller zu machen. Und fahrt weitere Rennen mit eurem japanischen Kleinwagen, um 3 europäische Kleinwagen zu sammeln. Ein Grund, warum ich das so breit trete, ist, dass ihr fühlen sollt, was ich fühlte. Die erste Stunde in GT7 gehört zu den einschläferndsten Spielerlebnissen, die ich seit langem hatte. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass ich die Spielstruktur erklären wollte. Das Gran Turismo Café ist unumgänglich, wenn ihr Strecken, Autos und die ganzen Nebenaktivitäten und Spielmodi freischalten wollt. Der Zweck dieses Systems ist es, neue Spielerinnen an die Hand zu nehmen und ihnen die Autokultur näher zu bringen. Was an sich ein löblicher Gedanke ist, doch die Rechnung geht für niemanden wirklich auf. Ich als jemand, der ein Grundinteresse für Autos mitbringt, komme immerhin mit der etwas biederen, aber auch gemütlichen Präsentationsform klar. Und ich kann auch automobilhistorischen Fakten was abgewinnen, ich klicke die sogar freiwillig an. Gleichzeitig ärgere ich mich aber, dass ich Strecken und Spielmodi erst freischalten muss und über einen längeren Zeitraum nicht machen darf, was ich will. Und Neueinsteigerinnen, naja, okay, die werden nicht überfordert, aber die wollen bestimmt auch nicht dazu gezwungen werden, Kleinwagen zu sammeln und sich dann noch Texte darüber durchzulesen. Auch wenn es die Absicht zu sein scheint, auf diese Art wird GT7 jene Leute, die kein eigenes Interesse an Autos mitbringen, bestimmt nicht für das Thema begeistern können. Genauso wenig wie Sarah mich für scheiß American Football begeistern kann. Guck mal, das Odell Beckham Jr. Wusstest du, dass OBJ in seiner ersten Season bei den LA Rams direkt bis in den Super Bowl gekommen ist? Da war sogar der produktivste Passempfänger, 52 Receiving Yards und einen Touchdown gemacht, bis er sich das Knie zerlegt hat. Ja, aber dann haben die trotzdem noch knapp gewonnen. Ach echt? Das ist ja krass. Voll krass. Wusstest du, dass der Aston Martin DB5 aus James Bond Goldfinger einen 4-Liter Reihen 6-Zylinder mit 286 PS hatte und dass vor 2 Jahren Aston Martin nochmal 25 Replikas von Hand aufgebaut hat, die für jeweils mehr als 3 Millionen Dollar verkauft wurden? Ist das so? Ja, das ist so. Autos sind langweilig. Fußball ist langweilig. Football! Aber genug geschimpft. Sieht man von der fragwürdigen Spielstruktur ab und hat man irgendwann alles freigeschaltet, dann hat der Karrieremodus eine Menge Autospaß zu bieten. Die Rennen selbst profitieren natürlich von den grundsätzlichen GT7-Qualitäten. Damit meine ich unter anderem die supergeile Grafik. 4K, 60 Bilder pro Sekunde, hochdetaillierte Autos, eine verflixt realistische Beleuchtung, vor allem jetzt dank den neuen wechselnden Tageszeiten. Es ist Zucker für die Augen. Die Steuerung ist präzise wie ein Skalpell und die Fahrphysik erfüllt alle Anforderungen einer zeitgemäßen Rennsimulation. Und die künstliche Intelligenz der Kontrahenten fällt ebenfalls positiv auf, denn deren Fahrstil ist sehr dynamisch. Die bekämpfen sich gegenseitig, bauen auch mal Mist und dieser gelbe Wagen hier scheint geradezu Wahrnehmungsfähigkeit zu besitzen. Er checkt, dass ich rechts vorbei will und macht spontan Platz.
Innerlich habe ich applaudiert. Abseits der Singleplayer-Rennen finden sich aber noch zig weitere Aktivitäten. Der Tuning-Shop ist zum Beispiel wieder zurück, mit leistungssteigernden Teilen und Reifen. Der machte in GT Sport ja Pause. Gleiches gilt für GT Auto, eine Art Wellness- und Beauty-Oase, wo unter anderem Ölwechsel, Spoiler, Felgen und Karosserieverbreiterungen angeboten werden. Außerdem findet ihr hier auch den äußerst flexiblen Lackierungseditor, der auch für unkreative Naturen ein Bonus ist. Denn wenn ich selbst gestalten will oder kann, lädt sich einfach die Designs von anderen Leuten herunter. Dann sind da noch haufenweise Herausforderungen zum Trophäensammeln, etwa die Missionsrennen, wo ihr unter anderem möglichst schnell 20 Pylonen umwerft oder wo ihr Rennen mit einem alten Fiat 500 fahrt, der mit seinen 17 PS kaum den Berg hochkommt. Und natürlich gibt's noch die guten alten Lizenzprüfungen, wo ihr meist kurze Streckenabschnitte bewältigen und dabei Zeitvorgaben unterbieten müsst. Diese Prüfungen sind fester Bestandteil der Serie seit Teil 1 und werden nicht von jedem geliebt. Ich mag sie aber sehr. Es macht halt einfach Bock, wenn man die Tests so lange durchprügelt, bis man nicht nur die Goldzeiten geknackt, sondern auch seine Freunde überall vom Platz 1 gekickt hat. So wie diesen C. Kurowski. Hey Kuro! Ja? Kannst du mal bitte zum Drucker gehen und gucken, ob da was rauskommt? Ja, ich guck. Bist du da? Kommt da was? Jo, da kommt was. Guck's dir doch mal an. Was sagst du denn dazu? Spielerisch, technisch und inhaltlich lässt sich also wenig an Gran Turismo 7 aussetzen. Ist damit alles top? Naja, ein paar kleine Kratzerchen im Lack will ich doch noch benennen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Autos nicht verkauft werden können. Ihr könnt sie nur verwerfen. Und das wiederum geht auch nur, wenn es sich um Duplikate handelt. Und dann noch ein paar Worte zu den neuen Regenrennen. Zunächst will ich sagen, dass die spielerisch super umgesetzt sind. Das Wetter kann sehr dynamisch und unberechenbar sein, auch innerhalb eines Rennens. Und auf der Nordschleife habe ich sogar mal Aquaplaning erlebt, als ich zu schnell durch Pfützen fuhr. Hört mal genau hin und schaut, wie das Auto reagiert. Grafisch schwanken die Regenrennen aber etwas. Mal sieht's sehr schick und realistisch aus, manchmal aber auch etwas unterwältigend. Vor allem vor dem Hintergrund, was Forza Motorsport 7 bereits vor 5 Jahren und Drive Club vor sage und schreibe 8 Jahren auf den Bildschirm zaubern konnten, ist das ein bisschen dürftig. Ja, und dann ist da noch die Sache mit den Regenreifen. Es ist nämlich so, dass die nicht zur Grundausstattung eines jeden Autos gehören, sondern im Tuning-Shop gekauft werden müssen. Weil die aber nicht gerade billig sind, kauft ihr die nicht automatisch für jeden Wagen, den ihr für ein x-beliebiges Rennen in der Karriere nutzen wollt oder sollt. Wenn dann aber doch ein Regenrennen ansteht, schaut ihr dumm aus der Wäsche. Besonders, wenn ihr gerade mitten in einer Meisterschaft mit mehreren Etappen steckt. Denn anders als bei Einzelrennen könnt ihr aus dieser nicht einfach mal so zum Shop wechseln und Reifen nachkaufen. Es ist dann, wie es ist. Guten Morgen, liebe Rennautos, zum 3. Rennen der Meisterschaft. Seid ihr auch alle schön getuned? Ja, Herr Schlittwagen. Und habt ihr alle eure Regenreifen aufgezogen? Später soll's regnen. Ja, Herr Abschleppwagen. Sehr gut, dann ab auf die... Herr Abschleppwagen, ich hab gar keine Regenreifen. Was mache ich denn jetzt? Oh Mann, tja Kleiner, dann musst du halt jetzt mit deinen schönen Wetterschlappen raus. Also los Kinder, ab auf die Piste, das Warm-up läuft schon. Loser. Ach Menno. Aber jetzt zur zweiten der beiden Eingangsfragen. Was geht online? Nun, zum einen gibt es den ganz normalen Mehrspieler-Online-Modus, wo jeder eigene Lobbys mit eigenen Regeln erstellen kann. Wichtig, um mit Freunden individuelle Rennen fahren zu können. Aber in zufällig ausgewählten Lobbys ist es halt Glückssache, ob da wirklich geraced oder nur rumgeblödelt wird. Und um dieses Glücksspiel zu umgehen, gibt's den Sport-Modus. Ja, er ist wieder da. Ich fasse kurz zusammen. In diesem Modus werden euch jeden Tag 3 Rennen zu festen Uhrzeiten angeboten. Später sollen auch Meisterschaften veranstaltet werden. Während dieser Rennen werden fortlaufend 2 Wertungen ermittelt. Einmal die Fahrerwertung, die euer Können widerspiegelt, und zweitens die Sportsgeistwertung, die eure Fairness widerspiegelt. Dank dieses Systems werdet ihr immer mit Leuten zusammengewürfelt, die auf eurem Level sind. Und wer dann doch mal eine Regel verletzt oder andere herumschubst, so wie ich hier, kriegt eine Zeitstrafe aufgebrummt, die er an einer Bremslinie absitzen muss. Das Ergebnis all dieser Mechaniken ist, ich wiederhole mich, richtiger Rennsport. Und das ist sehr toll. Ziehen wir ein Fazit.
GT7 ist ein technisch hervorragendes und auch sehr umfangreiches Gran Turismo geworden. Mit den ganzen Aktivitäten, über 420 Autos und 34 Rennlocations gibt es genug Abwechslung für jeden. Die Solo-Kampagne ist wegen der bevormundenden Struktur deutlich näher an einer Kartoffel als an einer Mango. Doch nach einiger Zeit erzeugen die kleine Weltkarte und ihre verschiedenen Einrichtungen ein heimeliges Wohlgefühl, das GT Sport so nicht vermitteln konnte. Auf jeden Fall ist die leicht sperrige Kampagne kein Grund, diese erstklassige Rennsimulation links liegen zu lassen. Zumindest nicht, wenn man auf das Genre abfährt. So, nun ist jetzt noch eine witzige Abmoderation drin. Nee, keine Zeit. Drückt schnell hier auf das Video vom ZDF Comedy-Kanal, sonst ist es nämlich weg. Wir sind raus. Wieder schauen. Sophia, ja. Wieder schauen. Tschüss. Nein, wieder schauen. Bye, bye. Wieder schauen. Reingehauen. Nein.